Inzwischen sind wir ein bisschen weniger ratlos als heute Nachmittag, als die ersten Meldungen und Bilder aus Münster kamen. Ein Kleinlaster war, offensichtlich mit Absicht, in den Café-Vorplatz eines Restaurants in der Altstadt gesteuert worden. Menschen starben. Das sah aus wie ein grausam vertrautes Muster. Und schnell gingen Verdacht und Gerüchte Richtung islamistischer Terror. Vorschnell, so scheint es jetzt. Davon wird das Leid der Betroffenen aber nicht geringer. Dara Hassan-Sadeh mit dem, was wir jetzt knapp 8 Stunden nach der Tat wissen. Über Tat und Täter. Er tötete 2 Menschen und direkt nach der Todesfahrt sich selbst. 20 weitere Passanten wurden verletzt, einige schwer. Heute Nachmittag um 15.27 Uhr fuhr Jens R. mit seinem Kleintransporter in die Terrasse eines gut besuchten Restaurants in Münster. Der 48-Jährige ist deutscher Staatsbürger ohne Migrationshintergrund. Das Fahrzeug ist auf ihn zugelassen. Es gibt Hinweise auf psychische Probleme. Aktenkundig ist ein Selbstmordversuch. Das Umfeld von Jens R. gehört zum rechtsextremen Milieu. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Das Wichtige, was ich auch gelernt habe in diesen Stunden, ist, dass man diejenigen, die da als Fachleute jetzt unterwegs sind, die Ermittler auch in Ruhe arbeiten lässt und ihnen die Zeit gibt, zu ermitteln, weil das sehr sorgfältig passieren muss. Und dafür braucht man auch Zeit. Und wichtig ist, dass am Ende die Ergebnisse stimmen und nicht, dass man schnell eine Überschrift produziert. Und da bitte ich um Verständnis. Die Studentenstadt Münster, ausgerechnet eine alte Brauereigaststätte, wird zum Tatort. Hier, mitten in der verwinkelten Altstadt, pulsiert das Leben. Heute der Schock. Der Kellner Ubur Buhr hatte heute Dienst, wurde zum Augenzeugen der Tat. Das ist natürlich ein Schock für alle Leute, für alle Mitarbeiter, für die Gäste. Ja, und einerseits bin ich auch wütend darüber. Also es ist total feige, sowas zu machen. Sein Kollege, der Koch, war in der Kellerküche. Ich hab unten in der Küche gar nichts gehört. Meine Lüftung ist selbst so laut, dass ich da immer einen permanenten Lärmpegel habe, der alles übertönt. Einige Menschen, die einfach auf der Terrasse sitzen geblieben sind, den Alltag weitergelebt haben und drumherum ziemlich viel Hektik und Betrieb von Polizei. Und ich frage mich dann nur, weiß nicht, warum bleibe ich hier so sitzen oder und guck mir das an. Also mich interessiert. Ich bin weggegangen, als ich die ersten 2 Personen an mir, Verletzten an mir vorbeigetragen gesehen habe, bin ich einfach schnurstracks 1 Kilometer in eine andere Richtung gegangen. Ich will mir das nicht angucken. Der Täter wohnte in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte. In seinem Fahrzeug fanden die Sicherheitskräfte Drähte. Deswegen der Verdacht auf Sprengstoff. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und die Wohnung von Jens R. durchsucht. Bisher wurde kein Sprengsatz gefunden. Auch das Motiv ist weiterhin unbekannt.